Heute beim elektrischen Reporter schreiende Schlagzeilen, Dschungeltweets und Website-Doping. Ich habe sie erwartet. Im Netz entsteht gerade eine neue Generation von Newsmedien, die sich ganz und gar an die Share-and-Click-Ökonomie der sozialen Netze angepasst hat. Leider sind die Hauptprodukte dieser Online-Medien oft Lautstärke, Aufregung und fragwürdige Fakten. Eine dieser Publikationen haben wir für Sie einmal genauer angesehen. Mit dem Höhepunkt der Eurokrise begann er, der Aufstieg der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Vor 2 Jahren hat Christoph Herrmann die Website zusammen mit Michael Mayer gegründet, früher Chefredakteur von Stern und Berliner Zeitung. 15 feste Mitarbeiter arbeiten in der Berliner Redaktion, sagt Herrmann, und 2 Millionen Leser erreiche die DWN monatlich. Und profitabel sei die Publikation von Anfang an. Und wir haben es geschafft, unserer Meinung nach, dass wir Wirtschaft als ein buntes Thema sehen, als ein einfaches Thema sehen. Wirtschaft betrifft jeden, Wirtschaft braucht jeder, Wirtschaft muss für jeden verständlich sein. Und das machen wir. Klingt nach einer Erfolgsgeschichte mitten in der Medienkrise. Artikel der DWN gehören zu den meistgeteilten im deutschen Social Web. Was macht die Artikel so erfolgreich? Auffällig ist, dass sie keine Angst vor großer Lautstärke und keine Scheu vor Übertreibungen kennen. Hier droht die schlimmste Krise der Menschheit. Da wollen EU-Funktionäre gleich die ganze Demokratie abschaffen. Derweil will der Bund uns alle zum Kauf von Telekom-Modems zwingen. Der Konjunktiv hat offenbar bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten Hausverbot. Jedes Gedankenspiel wird ein Fakt. Jedes Positionspapier wird ein Beschluss. Jedes könnte ein Wird. So kommt man zu so exklusiven wie steilen Schlagzeilen. Dem Leser wird der Eindruck vermittelt, eine undemokratische Bürokratenbande in Brüssel will all unser Geld. Der Journalistikprofessor Stefan Weichert ist einer der Herausgeber des medienkritischen Portals VOKA. Er sieht im oft übertriebenen Tonfall der DWN publizistisches Kalkül. Das, was die deutschen Wirtschaftsnachrichten anwenden, ist ein ganz einfaches Konzept. Provokation, Provokation, Provokation. Wenn ich etwas in diesen Orkus der Netzwelt hineinpuste und es ist möglichst provokant, ernte ich immer irgendeine Art von Reaktion. Und das verselbstständigt sich so stark, dass solche Seiten natürlich auch stark gepusht werden. In diesem Fall ist es eine Anti-EU-Haltung, die hier sehr stark transportiert wird. Die Lesegewohnheiten der Netznutzer haben sich verändert. Immer seltener betreten sie ein News-Angebot über die Startseite. Und immer häufiger lassen sie sich von Empfehlungen aus dem Social Web direkt auf Artikelseiten führen. Nicht mehr Newsportale kämpfen um die Aufmerksamkeit der Netzbewohner, sondern einzelne Newsartikel. Wer diese Marktmechaniken gut analysiert, kann sich heute als neues Medium auf diesem Weg viel schneller etablieren als noch vor wenigen Jahren, meint der Social-Media-Forscher Jan Schmidt. Wenn man mit der Analyse recht hat, wenn man also eine Nische findet, die richtig besetzt, die Themen richtig aufbereitet und zwar richtig so, dass sie die Zielgruppe dann eben auch für empfehlbar, für kommentierbar, für retweetable halten, dann kann man da eben auch dann in vergleichsweise kurzer Zeit sich eine Reputation aufbauen, weil die Leute dann ja das finden, was sie erwarten. Für Christoph Herrmann hat sein Social-Media-Erfolg nichts damit zu tun, dass DWN oft lauter und mit einem übertriebeneren Tonfall um Aufmerksamkeit schreit als etablierte News-Angebote. Letztendlich, die Leser teilen uns nur, weil sie die Geschichte gelesen haben, nicht weil irgendein Titel zugespitzt ist, ein Titel scharf ist. Und wir sehen das wirklich als unsere Pflicht, dass wir politische Kritik scharf ausüben, auch manchmal überzeichnen, dazu stehen wir. Aber diese Schärfe dient dazu, dass das auch verständlich wird. Auf DWN wuchern die Untergangsszenarien, aber mit Panikmache will man nichts zu tun haben. Auf den verschwörungstheoretischen Kopfverlag wurde gelinkt. Schnee von gestern. Mittlerweile bietet DWN sogar ein Best-of in Papierform an. Es ist seltsam, raunt die Website geheimnistuerisch, aber im digitalen Zeitalter sind die klassischen Verbreitungswege sicherer, wenn es um staatliche Zugriffe geht. Ja, will denn etwa die Regierung oder sonst wer die deutschen Wirtschaftsnachrichten unterdrücken? Ivo, sagt Christoph Herrmann.
Es gehe doch nur um wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wenn uns ein Leser im Abo bestellt, unterstützt er uns. Somit können wir noch mehr Kritik üben. Die Kritik darf scharf sein. Das ist es. Wenn es um Klicks und Pageviews geht, scheinen viele Mittel recht zu sein. Der Journalismus im Netz ist lauter und schriller geworden. Eine Entwicklung, von der auch die DWN profitieren wird. Wir bleiben bei fragwürdigen Medienangeboten. Ausgerechnet das Dschungelcamp gehört zu den meist betwittertesten Fernsehproduktionen. Über Twitter und Trash-TV, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, mein Name ist Jonathan Müller. Ich bin 21 Jahre alt, wohne hier in Karlsruhe und mache die Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing bei 1&1. Ja, also bei Twitter habe ich einmal meinen privaten Account als J. Mark Müller. Daneben habe ich den offiziellen X-Factor-Account, der inzwischen über 20.000 Follower hat. Der Account war nicht von Anfang an offiziell, sondern erst nachdem ich mich bei RTL gemeldet habe, wurde der offiziell. Und seit dem Dschungelcamp dieses Jahr habe ich eben noch einen Account für Larissa erstellt. Ja, das Tolle am Dschungelcamp ist einfach, dass es für uns Twitterer wie so ein Klassentreffen. Wir treffen uns einfach jedes Jahr und twittern alle gemeinsam darüber, wie sich die Promis irgendwie Känguruhoden in den Mund stopfen oder sich im Schlamm suhlen, streiten, Zoff anfangen. Das ist einfach unterhaltsam. Manche erstellen auch extra nur für die Show einen Twitter-Account. Und es ist einfach wie so ein Familientreffen. Einfach super. Ja, was ist so toll an Larissa? Am Anfang vom Dschungelcamp haben sie alle gehasst, auch ich. Ich habe gedacht, was will die denn jetzt da? Eigentlich wollten wir alle den Wendler mobben. Aber dann hat uns Larissa irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat halt angefangen, so lustige Kommentare von sich zu geben, hat sich total von den anderen irgendwie abgeschottet, aber eben auf eine unterhaltsame Weise. Und damit wurde sie auch eben zu meinem Favorit und da habe ich gedacht, da unterstütze ich sie doch und erstelle ihren Twitter-Account. Ja, was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass viele gedacht haben, dass ich wirklich Larissa bin. Da kamen dann so Fragen wie, warum hat Larissa WLAN im Dschungel? Und das fand ich halt irgendwie sau lustig, dass die Leute wirklich geglaubt haben, dass ich Larissa wäre. Ja, so richtig erhoffen tue ich mir jetzt nichts von dem Account. Er läuft ja gut, die Follower haben Spaß. Ich habe da ganz viel Spaß dran. Sie wird ja jetzt auch in anderen Formaten auftreten. Da wird bestimmt auch wieder eine Menge Gesprächsstoff sein. Und wenn Larissa jetzt nach Deutschland kommen würde und sich mit mir treffen würde, dann würde ich mir überlegen, ihr den Account zu geben. Aber das wird wohl nicht passieren. Wer mehr Besucher auf seine Website leiten will, der kann Online-Advertising betreiben oder seine URL offline auf alle möglichen und unmöglichen Gegenstände drucken. Oder er geht zum Suchmaschinenoptimierer. Und um diesen Berufsstand geht es in unserem nächsten Beitrag. Suchmaschinen und Rennbahnen haben etwas gemeinsam. Hier will jeder die Nummer 1 werden. Ein Platz ganz oben auf der Google-Trefferliste lässt Besucher auf die Seite strömen. Vor allem kommerzielle Webseiten geben deshalb viel Geld aus für die sogenannte Suchmaschinenoptimierung. Fabian Siegmund verdient sein Geld mit SEO, das steht für Search Engine Optimization. Siegmund verändert Texte, Überschriften und den Aufbau einer Website so, dass Suchmaschinen sie für besonders wichtig halten und oben in den Ergebnissen anzeigen. Oft arbeiten SEOs mit versteckten Texten und Skripten, die zwar von Suchmaschinen entdeckt werden, für Menschen aber unsichtbar sind. Das verärgert viele Netznutzer, denn dadurch finden sie oft nicht die besten Websites zu einem Thema, sondern nur die am besten optimierten. Die SEO-Branche hat leider so einen schlechten Ruf, weil sie mit Google-Manipulation gleichgesetzt wird. Ja? Es geht darum, dass Leute auch gemerkt haben, sie sind auf Internetseiten gekommen, haben nach irgendwas gesucht und plötzlich stehen da 5000 Mal so Suchbegriffe, die eigentlich wenig mit dem Thema zu tun haben oder sehr, ja, sich sehr unnatürlich einfach anfühlen, wenn man drüber liest. Google ist die mit Abstand beliebteste Suchmaschine der Deutschen.
Mehr als 90% aller Suchanfragen laufen hierzulande über Google. Pascal Jürgens von der Uni Mainz hat das Verhältnis der Deutschen zu ihrer liebsten Suchmaschine genauer untersucht und ist auf viel Naivität und blindes Vertrauen gestoßen. Also die Leute gehen davon aus, dass Suchmaschinen genau die objektiv richtigen, vertrauenswürdigen Ergebnisse bringen, die sie erwarten. Das haben wir hauptsächlich in der qualitativen Studie festgestellt, wo die Leute gesagt haben, Google ist sowas wie ein neutrales Tor zum Internet, das mir immer genau die richtigen Informationen liefert. Die Deutschen haben also ein geradezu religiöses Verhältnis zu Internetsuchmaschinen. Sie glauben an ihre Unfehlbarkeit. Dabei sind Suchmaschinen in Wahrheit so dumm wie jede andere Software. Wer die Algorithmen versteht, nach denen Google und Co. Webseiten bewerten, der kann sie austricksen und Relevanz vortäuschen. Das ist für den Nutzer fatal, denn Suchmaschinen haben einen großen Einfluss darauf, was er tut oder lässt. Wenn ich zum Beispiel auf einer Preissuchmaschine, auf einer Urlaubssuchmaschine, das ist jetzt nicht Google, aber wenn ich da suche nach einem Urlaub, dann bestimmt diese Suchmaschine, welche Dinge ich sehe, welche Reisen ich sehe, welche Preise ich sehe, was ich bezahle, wohin ich fahre, was mir am besten erscheint, weil ich ja natürlich nicht alle Daten selber durchgehen kann. Das heißt, eine Suchmaschine ist nicht nur irgendein neutraler Vermittler, sondern hat ganz reale Konsequenzen für das, was ich hinterher an Informationen ausziehe. Unternehmen wollen ihre Produkte platzieren, Promis ihr Image aufpolieren und politische Gruppen ihre Ideologien verbreiten. Daher dopen sie alle ihre Websites mit immer neuen Tricks. Google geht beispielsweise davon aus, dass gute Seiten von anderen oft verlinkt werden. So ein Link-Netzwerk auf ehrliche Weise aufzubauen, ist viel Arbeit und dauert lange. Manche Webseitenbetreiber nehmen eine Abkürzung. Zehntausende Links auf die eigene Seite gibt es auf eBay schon fertig im Paket zu kaufen. Zum Spottpreis. Automatisierte Spam-Software überflutet Blogs und Foren mit Einträgen und Links. An anderer Stelle wachsen Linkfarmen heran, also Netzwerke aus Seiten, deren einziger Zweck es ist, gegenseitig auf sich zu verweisen. Google versucht dem Suchmaschinen-Spamming so gut es geht einen Riegel vorzuschieben und droht mit Strafen. Wir haben ganz klare Richtlinien veröffentlicht für Webmaster, welche Maßnahmen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung zulässig sind und welche nicht. Wer sich nicht an diese Richtlinien hält, riskiert es, dass seine Seite entweder eine Abstufung in den Listen auf unseren Ergebnisseiten erfährt oder im schlimmsten Fall sogar ganz entfernt wird aus den Suchergebnisseiten. Um den Missbrauch zu erschweren, verändert Google ständig seinen Algorithmus, mehrere hundertmal im Jahr. Und jedes Mal verfeinern auch die SEOs ihre Methoden und Strategien. Manche von ihnen sind inzwischen dieses Hase-und-Igel-Spiel müde und stellen der eigenen Branche die Sinnfrage. Die grundsätzliche Frage ist, bringt das einen Mehrwert? Und hat diese Seite Relevanz? Hat dieser Backlink, dieser Link, den ich zu dieser Seite setze, dort an dieser Stelle Relevanz? Und wenn ich diese Frage nicht mit Ja beantworten kann, dann sollte ich es einfach sein lassen. So einfach ist es. Die Sinnkrise der SEOs könnte zu spät kommen. Denn die Zukunft der Internetsuche lautet Personalisierung. Schon heute experimentiert Google damit, Suchenden individuelle Ergebnisseiten anzuzeigen, abhängig von ihren vorherigen Suchen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dann gibt es schon bald kein einheitliches oben auf der Trefferliste mehr, weil jeder Nutzer dann seine ganz eigenen Suchergebnisse bekommt. Spätestens dann müssen sich Suchmaschinenoptimierer völlig neu erfinden. Oder der Beruf wird neben Glasbläser und Schriftsetzer in den Geschichtsbüchern landen. Alles auf Erden lässt sich finden, wenn man nur zu suchen sich nicht verdrießen lässt. Philemon von Syrakus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.